Ah ja, das ist mein Name. Aber wen? Wir sind alle Brüder. So, bitte? Wir sind alle Brüder, mit wem du wollen reden? Wir sind Familie, Familie hier. Okay, so, darf ich mit Rakib Panjani sprechen? Ah, das ist mein Bruder. Bruder, komm zum Telefon bitte. Dann verdient Anruf eine Frau. Eine Frau? Oh, sehr gut, sehr gut. Hallo, Nadine. Hallöchen, guten Tag. Oh, das ist nicht Grüß Nadine. Gott. Hallo. Hallo, mein Name ist Elisa Korb, ich bin Ihre Kundenberaterin. Okay. So, Sie haben gerade bei unserem Projekt Quantum registriert, Oh, oder? ja, genau. Ich meine Brüder gerade erzählen. Das ist super. Ja, wir wollen Dann Handel machen. Ich und Handel. meinem Bruder. Und der andere Bruder. Wir sind ganz Oh, viele Brüder, ganz viele Familien. Wir sind drei Brüder und eine Schwester. so, habt ihr verstanden? Sagen Sie mir bitte, haben Sie alles aus unserer Werbung verstanden? Aha, Geld verdienen, Profit machen, ja, mit Krypto, right? Krypto? Ja, stimmt, super. Gut, gut, gut. Und wie viel, wie sagt man bei Deutschland, Profit kann man bei die Firma machen? Bei einem Jahr? Wie viele Ziegenhaare? Ziege, ja, Verstehen Sie? Ziegenhaare. Alles hängt davon ab, mit welchem Betrag werden Sie anfangen. Aha. Vielleicht haben Sie schon darüber gedacht. Ja, wir wollten 5.000 Europa nehmen und Profit machen. Aber wie viel Profit kann man machen bei einem Jahr, sagen wir? So sehen Sie, wenn Sie mit 5.000 Euro verdienen, anfangen möchten, Aha. dann werden Sie so pro Monat in der Regel so gegen 10.000 bekommen. 10.000 Europa bei einem Monat? Oh mein Gott, Amen. 10.000 Ziegenhaare. Oh mein Gott. Oh, meine Brüder sehr freuen. So sehen Sie, können Sie bitte eine Minute warten, okay? Ja, wir So, warten. ich bin hier. Ja, ich bin auch hier. Ranjit, was los? Wird bei einem Monat 10.000 Euro bekommen von die Frau. Das gute Geld ist gut. Kannst du in Lira bezahlen? Lira. Ich kann sie fragen, ich kann sie gleich fragen. Aber die hat gesagt, eine Minute warten. Ja, Hallo. schönen guten Tag, Herr Pinjale. Thomas Bauer am Telefon. Ich bin der Finanzberater vom Unternehmen. Die Kollegin hat gesagt, Sie wollten mit einer relativ großen Investition anfangen, richtig? Ja, ich komme mit guten Morgen. Erst einmal guten Morgen. Sag, bin ich hier mit meinen Brüdern und wir ein bisschen an das Firma von Opa kriegen. Wir Verkauf machen. Jetzt wollen wir Investing machen. Okay, darf ich fragen, wie das zeitlich aussieht? Also, was wir für Sie anbieten können, ist Folgendes generell. Soweit ich Aha. verstehe, die Firma, also soweit ich verstehe, die Firma, die Sie verkaufen wollen, ist noch nicht verkauft. Also das Doch, doch, Geld doch, für die doch. Investition haben Sie noch nicht da, Doch, richtig? wir von die Opa, eine deutsche Opa, von die Frau, von der Mutter, von dem Bruder eins, der Ziegefarm haben, der dann gestorben, aber wir nichts nehmen, wir bei anderen Bauern verkaufen, was nebendran leben und wir jetzt wollen Okay. bisschen Prozent von das Kapital, Aha. wir bei Krypto bringen, ein bisschen bei Bausparvertrag bringen und Rentesicherung machen, ja? Okay. Aha. Also darf ich dann fragen, also mit welcher Summe werden Sie anfangen? Also wie viel wollten Sie investieren? Wir Test machen mit 5.000 Europa und dann gucken. Eine Sekunde bitte, ich muss Aha. kurz also das mit Finanzleitung besprechen und ich komme an Sie zurück. Bleiben Sie bitte kurz dran. Ja, ich warte. Jetzt schon mit einem Mann reden. Der jetzt auch noch mal mit seinem Mann reden und dann der ich euch sagen, was die sprechen. Aber vielleicht wir dann bei Lautsprechung machen, das könnt ihr alle hören, ja? Oh mein Gott, Bruder, wir machen 10.000 Euro jeden Monat. Das Nicht ist ganz gut. mehr, ich mich so freuen, weißt du? Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich Dort kann bin ich, ganz viele Träume meine. werden wahr. Dreimal, ja, drei Träume werden wahr. 10.000 Euro, sagen dieser Mann. Oh. Oh mein Gott, ich muss meine ganze Familie anmelden machen.
Für ganze Familie, nein, dann die andere Geld von uns bei meine wegnehmen. Das ist mein Ziege, unser Ziegenfarm gewesen. Jetzt wir Profit. Dann unser Ziegenfarm? Wenn du denn gut ist, ich habe ein Babyziege mitnehmen. Babyziegenfarm. Mir egal, ich wollte einfach nur verdienen machen. Das ist gutes Geld bei einem Monat. Sehr guter Geld. Ich habe noch nichts zu hören machen. Nein, gar nicht. Weil du den Peter, der bei Bank arbeitet, der nicht so viel Geld bei einem Monat kriegen, der den ganzen Tag seine Arsch rumsitzen. Oh mein Gott. Ich werde mir die kalte Klamotten kaufen und dann werde ich vor Peter stehen und sagen, kannst du meine Kapital in deine Bank machen? Oh mein Gott, der wird so dumm gucken. Herr Pinchot, hören Sie mich? Hallo, ja. Wieder? Hallo, Herr Pinchot, schauen Sie mal. Also, Sie wollen? Das ist mein Bruder, ja. Der sich sehr freuen. Entschuldigung. Ja, alles gut. Alles gut, schauen Sie mal. Also ich habe. Entschuldigung, guten Tag, mein Name ist. Das ist Benjali. Ich habe eine Frage gemacht. Meine Brüder sagen, bis 10.000 Euro kann man verdienen machen. Ist das korrekt? Also das wäre ja machbar. Also es oh mein Gott, das ist beautiful. Entschuldigung, ich gebe meinen Bruder, ich mag ganz viel Freude machen. Ich mag auch Konto bei dir machen, Firma, ja? Wir zusammen machen, meine Bruder. Ach, zusammen machen, noch wir alle. Ich euch dreimal sagen, Ahmed Geld geben, du Geld geben, ich Geld geben. Ja, dann hör mir halt nicht zu. Herr Kollege? Kollege? Ja, also Herr Pinchale, schauen Sie mal. Ja? Also mein Angebot wäre folgender. Also ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie jetzt 2.000 Euro investieren und Ihr Handelskonto aktivieren. Und dann, wenn Sie Ihr Handelskonto mit 2.000 Euro aktiviert haben, dann werden Sie einen Termin mit dem Finanzberater bekommen, also der für Sie eine personalisierte Finanzstrategie erstellt. Und dann werden wir weiterreden, wo Sie Ihr Geld eben in welche Projekte investieren können, sodass Sie die besten Profite bekommen. Ja, aber 2.000 lohnt nicht. 2.000 nicht lohnen. Wir 20.000 geben bei Autoladen, dass wir da einen Anteil bekommen. Mit 2.000 Euro ja, wir wollen wir keine Deal machen. Gemeint war 2.000 für die Aktivierung. Und wenn Sie Ihr Konto mit 2.000 aktivieren, dann kommt der Finanzberater, also ruft sie an, sie bespricht mit ihnen die Finanzstrategie und sie machen dann die weiteren Investitionen, wie viel sie wollen, also 10.000, 20.000, wie viel sie wollen, aber in die weiteren Projekte, die eben vom Finanzberater angeboten werden. Also der Finanzberater erarbeitet die Produktpalette eben, also die Projektpalette, und sie werden in gewisse Projekte eben ihr Geld investieren, die am besten Profite bringen. Aber ich würde, wie gesagt, vorschlagen, dass wir das Schritt für Schritt machen. Sie aktivieren Ihr Handelskonto mit 2.000 Euro und dann, also wenn Sie das heute noch machen, dann wird heute der Finanzberater Sie anrufen und dann eben werden wir das weiter besprechen, okay? Wir wollen heute, wir sind alle, den einen Bruder aus Dubai kommen, den anderen Bruder aus Teheran kommen, wir alle bei Deutschland heute kommen, zu den Beerdigung machen, wir wollen den ganzen feinen Stil, weil wir müssen ja alle Unterschreibung machen und dann ist... heute ist Investment-Tag, right? Sagt man bei Deutschland? Genau. Right. Also sagen Sie mir bitte dann, Herr Pinchale, also ich werde dann auf Ihre E-Mail oder auf Ihr WhatsApp die Zahlungsdaten zu schicken für die Überweisung, sodass Sie die Überweisung machen können. Benutzen Sie Online-Banking oder machen Sie die Überweisung an der Bank direkt? Ne, wir bei Online machen. Ich nicht so viel Zeit haben, da immer hinlaufen, right? Also Sie machen dann das durch Online-Banking, richtig? Aha, ich kann das machen. Und wann können wir dann los beginnen machen? Ich höre leider gar nichts. Entschuldigung, könnten Sie ein bisschen lauter reden? Ja, meine Bruder, der singen vor Freuden, der ist so glücklich, dass der singen, obwohl heute eine Beerdigung, right? Hallo? Warum Menschen klatschen? Ist da auch jemand gestorben? Die klatschen für mich, meine Bruder. Nein, die also klatschen nicht für dich. Sagen Sie mir bitte konkret, also 2.000 Euro Anfangsinvestition, ich werde Ihnen also per E-Mail die Zahlungsdaten schicken, okay? Oh mein Gott, Entschuldigung, ich bin Bruder, warum 2.000 Euro, wir wollen mehr Zahlen machen, warum so wenig? Das ist keine also Kapital, werden, das ist also keine Geld, wir können nicht so verdienen. Herr Pinchale, ich verstehe das, also aber wie ich gesagt habe, 2.000 Euro sind für die Aktivierung
Und dann, wenn Sie Handelskonto aktivieren, dann wird der Finanzberater sich bei Ihnen melden und Ihnen sagen, wo Sie weiter investieren sollen. Und dann werden Sie 10.000, 20.000, okay, wie viel Sie wollen investieren. Mein Bruder, ich weiß nicht, wie dein Name. Kannst du mir bitte sagen, deinen Namen zuerst? Thomas Bauer. Hallo, Herr Bauer. Ich wollte nichts respektlos sein, weil ich wollte deinen Namen aussprechen. Herr Bauer, ich habe, guck mal, ich wollte dir was erklären. Bitte nichts falsch verstanden machen, ja? Mhm. Ich und meine Bruder, wir haben eine ganz große Ziegenfarm. Ganz große. Wir haben Verkäufe machen diese vor ein paar Monaten. Ganz viel Geld wir haben. Und diese 2000 Euro, das ist für unser Kopf wie zwei Cent, verstehen du? Das ist für uns gar nichts. Das ist nichts lohnen für uns, gar nichts lohnen. Nicht mal Arbeit lohnen. Ja, das verstehe ich. Und das verstehe ich. Ich wollte mit dir ganz offen reden. In meinem Konto ist 2,3 Millionen Euro vom Grundstück. Von diesem Grundstück bekommen. Und diese 2000 Euro, du uns sagen, das ist für uns wie 2 Cent, wir können nichts verdienen. Diese Arbeit lohnt nichts für uns. Wir wollen verdienen, richtig verdienen, nicht billig Sie verdienen. Werden, also Herr Pencale, hören Sie mich zu, bitte, ganz aufmerksam. Ja, Sie bitte. Sie werden ja verdienen. Der Ablauf ist einfach so, dass Sie Ihr Handelskonto aktivieren, brauchen Sie eine minimale Summe einzusetzen. Und die minimale Summe ist 2000 Euro. Sie investieren 2000 Euro. Dann in einer halben Stunde meldet sich der Finanzberater, zeigt Ihnen, wo Sie weiter investieren sollen und Sie machen weitere Investitionen, wenn Sie wollen. 20.000, 50.000, 100.000. Aber er zeigt Ihnen, wo Sie investieren sollen. Und das wird alles innerhalb von einem Tag passieren. Aber wir wollen, oh mein Gott, dieser Bruder, kannst du mir helfen, was ich meine? Ja, da wird vielleicht dich auch schon erklären, aber weißt du, Kollege, wir sind große Kunden. Kannst du mir gleich die Finanzmann geben, da kann ich mit denen selber reden. Also Ausnahme machen, right? Okay, lassen Sie mich bitte eine Sekunde sprechen, ich werde zurückkommen. Eine Sekunde. Du kannst das schaffen. Nix, Bruder, du darfst nichts darunter überweisen. Hast du verstanden? Ja, sonst springt der nicht, weil dann können wir Geld auch bei Autohaus geben für Investment machen. Ja, richtig. Alright, das ganze Arbeit lohnt sich nicht, weil da musst du 3, 4 überweisen, dann haben du ganz viel Geld. Nee, aber wenn du zu viel Arbeit. Einmal überweisen, Ausnahme machen, alles ist gut. Alle gut. Wir machen. Alle gut. Du musst dieser Mann unbedingt sagen, bitte. Ich werde es dir sagen, wenn der mit seinem Chef bestimmt Besprechung machen. Weil wir keine Kleine, weißt du? Nein. Keine Kleine. In Deutschland ganz viele Jahre Arbeit in Deutschland, ganz viel Geld gemacht. Viele Jahre. Ja, richtig. Gut, oh. Dieser Mann, warum wir so lange warten? Mit Chef reden vielleicht, ich nicht wissen. Ausnahmen nehmen, ha? Wegen Ausnahmefragen. Ausnahme machen, ja. Muss aber machen. So, Herr Pencale, nochmal bitte folgende Frage. In welchem Bereich wollen Sie arbeiten? Aktien, Kryptowährung, Rohstoffmarkt, also was ist für Sie interessant? Wir wollen Mixing machen. Nicht alle bei einer, weil kann man auch negativ machen. Wir wollen Weitverteilung machen, okay? Also Sie wollen Weitverteilung machen. Gold, okay. Bitcoin, Öl, alle. Ganz viele. Ganz viele, gut. Mhm. Oder kannst du Empfehlungen machen? Ja, eine Empfehlung geben. Wir auch dann vielleicht den machen. Ja, richtig. Hallo? Der ist schon wieder weggegangen. Ich werde langsam warten. Warum pusht dieser Mann? Einfach weggehen. Mir geht bei den Nerven. Ja, also Ihre Erfahrung, also welche Erfahrung haben Sie? Also sind Sie neu zu dem Ganzen oder haben Sie schon gehandelt, also in etlichen Bereichen? Also in welchen Bereichen haben Sie schon Erfahrung gehabt? Neu. Wir neu kommen bei deine.
Also sind Sie berufstätig oder also haben Sie einfach sozusagen viel Geld? Wir viel Geld bekommen bei Verkauf von Erbe machen. Wir nichts Business. Also Sie haben viel Geld also vererbt. Okay. Aha. Wir haben unser Ziegenfarm verkaufen. Ziegenfarm. Aber wir Ziegenfarm erben, Bruder. Du nichts verstanden machen. Darf ich fragen, wie alt sind Sie? Ich bin 26. Mein Bruder ist 33 und den anderen Bruder, was jetzt nichts da ist, 38. Der auch mitmachen. Mhm, okay. Andere Bruder, Ahmed, das ist unser anderer Bruder. Die Toilette ist am Toilette, die Toilette kommen gleich, ja? Zu viel trinken. Kollege! Ja, okay. Also dann machen wir Folgendes. Wie gesagt, also der Ablauf ist so, also rein, also gesetzlich gesehen, also und wie das ablaufmäßig bei uns funktioniert. Also Sie aktivieren, also reine Formalität, Sie aktivieren Ihr Konto mit 2.000 Euro Investition, dann kommt der Finanzberater eben und zeigt Ihnen, wo Sie weiter investieren können, also Ihr Einsatz diversifizieren können, also Weiterverteilung machen können. Und dann machen Sie schon eine große ordentliche Investition. Das also gibt der mir Umfang den. Bestimmt. Gib mir den. Ich will nichts ganze Tag mit der Laufbursche verhandeln. Gib mir den Manager, dann kann ich mit denen selber reden. Ich kann Zeit dafür also haben. Ich bin auch der Manager. Sie brauchen ja nicht viel Zeit. Schauen Sie mal. Sie geben jetzt die Zahlungsdaten. Sie schicken 2.000 Euro als Investition. Dann in 10 Minuten ruft bei Ihnen der Finanzberater, zeigt Ihnen die Projektpalette und Sie machen die weitere Investition. In einer Stunde sind wir fertig. Du, mir ist scheißegal, wie die Sachen aussehen. Will ich deine Geld geben, du sollst mehr Geld draus machen. Wo ist die Problem? Willst du keine Geld mit meinem Geld verdienen? Können wir andere anrufen? Hätte keine Problem. Ich will mit Ihrem Geld verdienen, auf jeden Fall. Kollege, aber schauen Sie mal, lassen Sie uns bitte höflich sein, okay? Einen Moment, ich bin Bruder. Du haben vorhin gesagt, Gesetz nichts erlauben, aber wir haben vor 5 Monaten bei Eteroro Einzahlen machen, direkt 50.000 Euro einzahlen, das haben Klappen machen. Aber wir haben alle Geld verlieren, weil alle alleine arbeiten machen wir. Wir haben keine Ahnung, wir haben alles verlieren machen. Deswegen Eteroro scheiße, nichts gut. Nicht unser Gut. Also wir kommen nichts mit diesem Programm zurecht. Okay, deswegen, schauen Sie mal. Warum du sagen, mal, dann machen Sie erlauben, das ist nicht korrekt, mein Freund. Das verstehe ich. Also dann machen Sie Folgendes. Ich schicke Ihnen die Zahlungsdaten zu für die Überweisung, also so, dass Sie Ihre Investition machen können. Und Sie können also generell die Investition tätigen, die Sie eben wollen. Bruder, ich glaube, dieser Mann versteht nichts unser Deutsch. Ich hole Ahmed Toilette, weißt du, der kann besser. Ja, bringst du Telefon bei Toilette, ich solange den anderen anrufen. Warte mal. Warte, Ahmed, komm mal, bitte. Ich komme. Ja, schauen Sir, Sie mal, also ganz einfach. Sie wollten eine große Investition machen. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Meine Bruder, wenn Sie sagen, du machst eine Investition bei dir machen. Wir haben Geld von Opa, kaufen Firma, verkaufen. Und wir wollen Investitionen machen. Bei dir machen diese? Ja, also Sie können das bei uns machen. Also Sie können so viel investieren, wie Sie wollen. Schauen Sie mal. Ich schicke Ihnen auf die E-Mail die Zahlungsdaten für Ihre Investition. Und Sie können einfach Ihr Geld investieren und an uns die Unterlagen zukommen lassen, sodass wir sie verifizieren. Okay, ich mache Investierung. Aber mein Freund, guck mal, bevor ich mache Investierung, wenn ich gehe Bazar, ich gehe kaufen da, ich weiß, wen ich was kaufen, bei dir kaufen, was bei der Investierung machen, was ich kann bei dir investieren, musst du sagen. Also was Sie investieren? Immobilien, Döner, was? Ja, ich verstehe, schauen Sie mal, also Sie lassen mich nicht reden. Ich rede zum dritten Mal mit der dritten Person und Sie lassen mich nicht reden und Sie hören mich nicht. Also Sie bekommen mein Freund, du musst auch Fragen beantworten. Du musst also Fragen beantworten, mein Freund. Die Frage beantworte ich. Wenn Sie mich das Sie bekommen von uns ein Handelskonto. Und Sie bekommen von uns die Zahlungsdaten für die Investition auf das Handelskonto. Und Sie laden Ihr Handelskonto auf mit der Summe Geld, die Sie wollen. Und dann ruft der Finanzberater Sie an, der verantwortliche Finanzberater, der für Sie zuständig wird. Und er bietet Ihnen an die Projektpalette und dann von Ihrem Handelskonto wird das Geld eben weitergeleitet in gewisse Projekte, wo Sie Ihr Geld investieren wollen.
Und so erarbeiten wir die Finanzstrategie für Sie. So ist der Ablauf. Okay, mein Freund. Gut, ich habe verstanden diese. Weil ich wollen wissen, bevor ich 2000 Euro Investierung mache, ja, du mir sagen vielleicht, was ich investieren kann bei dir. Du nicht sagen, was ist deine Firma? Also wir arbeiten in allen Bereichen. Wir arbeiten im Aktienbereich, wir arbeiten im Rohstoffbereich, wir arbeiten... Also wir haben ja mehrere Projekte und wir sind nicht parat, wo genau sie reinschmeißen sollen. Also ich werde dann mich vorbereiten. Also sie machen ihre Investitionen, laden ihr Konto auf, dann rufe ich sie an und wir schauen mit ihnen zusammen, also die ganze Projektpalette, die wir haben. Also ich würde dann gerne mit ihnen auch sprechen, also wie viel sie profitieren wollen, welche Prozente, welche Zinssätze sie haben wollen. Und dann ausgehend davon werde ich eine Projektpalette für sie erstellen, wo sie ihr Geld einschmeißen können. Okay. Also, mein Freund, ich kann sagen, nach 25k, ne, nicht darunter. Okay, ich mache ja. Mein Freund, meine Frage: Wenn du gehen kaufen Auto, ja, wenn du gehen kaufen Auto, du fahren mit dem Auto und dann kaufen oder erst kaufen und dann fahren? Also zuerst kaufst du ein Auto und dann fährst du ja. Aha, okay, ja, nee. Wenn du neue Auto kaufen, du willst nicht erstmal Auto probieren, bevor du kaufen? Fahren? Ja klar, man probiert das Auto, ja, und dann also, kauft das Auto. Genau. Auf jeden Fall. Warte, mein Freund. Genau. So, du sagst mir, ich soll dir Geld überweisen und dann mit dir und dann du machst ein Geschäft. Warum? Warum du nicht erstmal erklären, was dein Geschäft ist und dann ich mache Überweisung? Ist nicht normal diese? Ich habe Ihnen auch erklärt, was das Geschäft ist. Also das Problem ist also, dass Sie den Ablauf nicht verstehen. Also wir handeln zusammen am Finanzmarkt und erarbeiten für Sie die Finanzstrategie eben. Der Punkt ist, Sie investieren Ihr Geld und aktivieren Ihr Handelskonto. Sie haben ganz normal 2 Wochen Probezeit, wo Sie eben unser System ausprobieren können mit dieser Investition. Und wenn das für Sie so läuft wie besprochen, wenn Sie sehen, die Profite kommen ja ganz normal, dann können Sie logischerweise eine größere Investition machen. Das ist genau, wie wir die Zusammenarbeit aufbauen. Wir bieten den Kunden an, die Probezeit mit der relativ kleinen Investition anzufangen, zu sehen, wie das funktioniert. Und dann, wenn der Kunde mit allem einverstanden ist, was wir anbieten, dann bieten wir logischerweise die größte Investition zu machen. Und das ist genau, das entspricht genau Ihren Vorstellungen. Zuerst probieren Sie, dann werden Sie die größte Investition machen. Okay, mein Freund. Mein Freund, guck mal, weißt du, ich bin ein ruhiger Mensch. Ja, meine 2 Brüder, ganz, ganz verrückt immer Geld investieren, Geld ausgeben, nichts gut diese. Ich bin erwachsener Bruder, ich passe auf, dass meine 2 Brüder keine Scheiße bauen. Verstehst du? Mhm. Ja, genau. Ich muss aufpassen. So, mein Freund, ja, guck mal, ich frage dich jetzt, sehr wichtig, du genau zu mir hören, sehr, sehr wichtig. Ich habe viele Connection, viele Leute, die kaufen, verkaufen, viel Geld machen. So. Eine Frage. Bist du seriöse Firma oder nicht? Ja, wir sind eine seriöse Firma, ein seriöses Unternehmen. Logischerweise, wenn Sie bei uns die Zusammenarbeit mit uns aufbauen, wir die Strategie und alle Bestimmungen also für die Zusammenarbeit auch im Vertrag dargestellt, also Sie bekommen von uns auch den Vertrag und alles wird ja gesetzlich auch logischerweise abgeschlossen. Wir haben auch die ganz gut, mein normale... Freund, kein Problem. Genau. Ja, mein Freund, warte. Du musst nur Fragen antworten, mein Freund. Nur sagen, ich möchte von dir wissen, du bist Finanzdienstleistung machen, richtig? Finanzdienstleister du bist, richtig? Richtig? Genau. Ja. Gut. Du hast Regulierung. Wo du reguliert? Welche Regulierung? Bei wem du reguliert? Also FCA, die britische Firma, der britische Regulator. Die Daten für die Regulierung kann ich Ihnen, also die Daten für die, also. Nein, mein Freund. Brauchst du nicht E-Mail? Kannst du mir sagen, das reicht? Gib mir deine ID-Nummer von BaFin. Deine ID-Nummer. Eine Sekunde bitte. Ich warte, mein Freund, kein Problem. Charlotte Schedder, nur. Na. Das Haus. Ich hab's. Nein! Da war doch